Also wir vertreiben unter der Marke Toredo Shop auf verschiedenen Plattformen Consumer Electronic Produkte. Alright, also wir sind hier beim Wareneingang. Also wir scannen zuallererst, also ich habe hier so einen coolen Fingerscanner und scannen dann quasi einen Barcode unseres Produktes. Und jetzt können wir die Seriennummer hinzufügen. Zum einen müssen wir angeben, wo wird die Ware eingebucht, Lagerplatz. Und fügen dann die Seriennummer vom Gerät hinzu. Abgespeichert. So, das erste Produkt wird jetzt eingebucht. Jetzt buche ich mal die ganzen anderen Produkte nach. So, jetzt kommen wir zu dem Fall, wo wir einen Artikel haben oder zwei Artikel mit demselben Barcode mit unterschiedlichen Seriennummern. Da buchen wir jetzt quasi, jetzt scannen wir nochmal den Produktcode. Auch den Lagerplatz. Und jetzt müssen wir einfach nur die Seriennummern hintereinander einscannen. Also einmal die Seriennummer. Und nochmal die Seriennummer. Dann erscheinen die beiden Seriennummern untereinander. Genau. Jetzt haben wir hier alle Artikel eingebucht, die wir einbuchen müssen. Und beenden den Wareneingang. Und jetzt wäre quasi eine Umlagerungsaufgabe aktiv, die wir dann im nächsten Schritt annehmen. Jetzt sind wir bei der Einlagerung und weisen quasi den Einlagerplatz zu. Ich tue jetzt einfach als halber für mich alle Artikel, die hier sind, auf diesen Lagerplatz. Jetzt muss ich nochmal scannen, dass ich den Artikel in diesen Lagerplatz reintue. So, jetzt der letzte Artikel. Nochmal den Lagerplatz. Nochmal den Barcode vom Artikel. Die Seriennummer vergleichen und bestätigen. Genau. Und nun ist die Ware einsortiert im Lager. Und das System weiß, wo die Artikel sich befinden. Alright, also wir sind jetzt hier im Pickprozess und muss zum Lagerplatz A1513. 1,5 ist hier. Jetzt gehen wir in 1513. Jetzt muss ich den Lagerplatz scannen, damit ich bestätige, dass ich am richtigen Platz bin. Hab das jetzt auch viermal da. Scanne den Artikel und muss dann auch viermal die richtige Seriennummer jeweils bestätigen. Der Artikel ist jetzt auf dem Lagerplatz öfters vorhanden. Und man sieht es hier auch anhand der Seriennummer, die angezeigt wird. Wir picken uns jetzt die vier raus, die wir hier mitnehmen werden. Und viermal. So, jetzt nehmen wir es mit. Alright, jetzt sind wir beim Parkplatz angelangt. Muss jetzt kurz noch sagen, ich bin hier angekommen und wähle quasi den Parkingplatz 1 aus und mache jetzt den Versandprozess. Packprozess bestätige ich mit OK und dann fragt er gleich, scanne mir den Produkt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Produktbarcode zu scannen. In dem Fall, wenn es mehrere Produkte gibt mit unterschiedlichen Seriennummern, dann merkt er das und sagt, hey, das ist eine Seriennummer, bitte wähle auch Seriennummerartikel, bitte wähle auch den Artikel aus. Die bestätigen wir und dann verpacken wir das. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier direkt mit unserem Drucker mich zu verbinden und Versandetikett zu drucken. Ich müsste das jetzt noch eigentlich verpacken und dann würde ich das hier müsste ich bestätigen, bei welchem Wagen ich das reingelegt habe. Mit Shipping 2 bestätige ich das jetzt und der Artikel ist jetzt offiziell ausgebucht. Der Kunde kriegt automatisiert jetzt Lieferschein und Rechnung und das Ganze ist bei uns, wir arbeiten mit Plenty Markets. Und gibt es eine super Anbindung. Der Warenausgang wird gebucht, der Artikel wird um einen Bestand 1 reduziert im physischen und automatisch kriegt jetzt der Kunde per E-Mail Rechnung und Lieferschein und auf beiden ist dann auch die Seriennummer drauf. Genau. So, jetzt haben wir diese Pickliste komplett abgearbeitet und auch verpackt. Jetzt müssen wir es nur noch einpacken oder eigentlich sollte man das dann auch einpacken während dem Prozess und dann in den Wagen reinlegen und genau, das wäre alles. Die Implementierung war sehr leicht. Also wir hatten wirklich nur ein paar Tage das Ganze vorbereitet und haben dann einen Tag gehabt, wo wir alles umgestellt haben. Wir haben dann eine komplette Inventur gemacht an dem Tag und da war der Bestand sofort auch auf Plenty Markets online. Ich bin super zufrieden. Das Handling ist super. Wir machen viel, viel weniger Fehler und sind auch in der Lage, jetzt wirklich gescheite Auswertungen zu machen auf Seriennummerniveau.